Hallo, Theo isst gerade ein Brot mit Quark. Magst du auch Quark? Quark beginnt mit Q. Das ist ein besonderer Buchstabe. Theo zeigt ihn dir heute. So sieht das Q aus. Du sprichst Q, wie die Kuh auf der Weide. Es gibt nur ein paar Wörter mit Q. Du hörst jetzt einige, wo ein Q am Anfang steht. Q ist in Qualle. Q ist in Querflöte. Q ist in Quatsch. Q ist in Qualität. Du hörst Q am Anfang. Ganz genau hörst du Qw am Anfang. So wird der Laut richtig gesprochen. Sprich mal nach. Qw. Jetzt bist du dran. Kannst du in diesen Wörtern ein Q oder ein Qw am Anfang heraushören? Wo ist kein Q drin? Quelle. Qual. Kuckuck. Richtig. Du hörst kein Q in Kuckuck. Jetzt geht unsere Schreibübung los. Machst du mit? Toll, das Haus ist auch schon da. Du schreibst erstmal ein O. Ich zeige es dir nochmal. Ich beginne hier oben auf dieser Schreiblinie und ziehe einen eierförmigen Kreis. Erst links leicht gebogen, runter, dann rechts wieder leicht gebogen, nach oben. Nun bin ich wieder an meinem Ausgangspunkt angekommen. Denke daran, dass das O rund ist, aber nicht so kugelrund wie ein Ball. Nun ziehst du hier rechts unten einen kleinen Strich. Der ist wichtig, damit man das O und das Q gut unterscheiden kann. Ich schreibe das große Q noch zweimal. Nun zeige ich dir das kleine Q. Ich male wieder einen eierförmigen Kreis, aber nur zwischen diesen beiden Schreiblinien in der Mitte. Nun ziehe ich von hier oben rechts einen geraden Strich nach unten. Bis hier ganz nach unten hin. Das kleine Q darf keinen Bogen oder Schnörkel an dem Strich haben, sonst wird er schnell zu einem kleinen G. Ich schreibe das kleine Q noch zweimal. Das klappt gut. Wenn du willst, versuch es auch einmal. Bestimmt kannst du jetzt das große und das kleine Q gut in einem ganzen Wort wiedererkennen. Wo siehst du kein großes und kein kleines Q? Ganz genau, in diesem Wort steht Q am Anfang. Es heißt Qualle. Und hier gibt es ein kleines Q am Anfang. Es heißt Quaken, so wie ein Frosch. Aber in diesem Wort steckt kein Q drin. Es heißt Ohr. Große Klasse. Nun kennst du das Q auch schon richtig gut. Du hast gelernt, das Q zu hören. Qualle. Du hast gelernt, das große und das kleine Q in einem Wort zu erkennen. Und du hast gelernt, wie man das große und das kleine Q schreibt. Oh, jetzt hat Theo das Brot mit Quark aufgegessen. Bald siehst du ihn wieder. Tschüss!